Herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Auf euren Wunsch hin gibt es meinen Testbericht zum Samsung QN95A nun auch in Deutsch. Vor knapp 6 Wochen habe ich meinen 13 Jahre alten Samsung TV durch einen brandneuen Samsung Neo QLED ersetzt. Und in diesem Video möchte ich mit euch meinen Kaufentscheidungsprozess sowie die gesammelten Eindrücke der letzten 6 Wochen teilen. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben und ein Kanalabo. Vor 13 Jahren habe ich zuletzt einen Samsung 46 Zoll Fernseher für rund 2000 Euro gekauft und der LE46A956 kam damals schon voll ausgestattet mit Full Array Local Dimming, einem Game Mode mit niedriger Latenz und Full HD Auflösung, um nur einige Highlights zu nennen. Dieses Jahr konnte ich mich dann endlich durchringen, einen neuen Fernseher zu kaufen. Meine Hauptbeweggründe waren, dass ich einfach einen größeren Bildschirm mit mindestens 4K Auflösung haben wollte, um meine PlayStation 5 auszureizen. Und ich wollte unbedingt einen Fernseher mit Smart-TV-Funktion, denn in der Vergangenheit diente meine PlayStation 4 als Media Center und das verbrauchte doppelt so viel Strom als mein neuer QN95A, mit dem ich zudem auch alle meine weiteren Endgeräte dank der Smartphone-Features verbinden kann. Die Gretchenfrage im Kaufentscheidungsprozess war natürlich OLED oder QLED. Und während ich das OLED-Display meines iPhone 11 Pro wirklich fantastisch finde, habe ich mich doch gegen einen OLED-Fernseher entschieden, aufgrund der Burn-in-Gefahr. Denn auch im Jahre 2021 bieten Hersteller von OLED-Fernsehern, zumindest in Deutschland, keine Garantie bei Burn-in an. Und beim Durchlesen der Empfehlungen auf den Websites der OLED-TV-Hersteller stellen sich mir persönlich die Nackenhaare auf. Denn wenn man bei den hohen Preisen vermeiden sollte, dass man Filme mit schwarzen Balken oben oder unten schaut oder darauf achten muss, nicht zu lange TV-Sender zu gucken, die ein statisches Logo einbinden, geschweige denn Videogames zu zocken, die statische Elemente beinhalten, dann ist für mich klar, dass OLED-TVs sich nicht für mich eignen. Übrig blieben deshalb nur noch LCD-Fernseher. Ursprünglich hatte ich gehofft, dass Hisense den U8G auch in Deutschland veröffentlicht, aber der freundliche Kundensupport teilte mir mit, dass sie mir nicht sagen können, ob das Modell überhaupt in Europa erscheint. Nachdem ich dann Monate damit verbracht habe zu recherchieren, entschied ich mich schließlich für den Samsung QN95A. Besonders gut gefällt mir die One Connect Box, die insgesamt 4 HDMI 2.1 Anschlüsse beinhaltet. Denn das gibt mir die Sicherheit, in der Zukunft neben der PS5 weitere Geräte mit HDMI 2.1 Schnittstelle an den Fernseher anschließen zu können. Ein weiterer Pluspunkt für die One Connect Box ist, dass man dank ihr alle Kabel schön hinter dem Fernseher und dem Fernsehmöbel verstecken kann. Ganz gleich, ob man den Fernseher an die Wand montiert oder den mitgelieferten Standfuß zum Aufstellen nutzt. Übrigens, wenn ihr den QN95A an die Wand montieren wollt, dann empfiehlt Samsung die Wandhalterung mit der Modellnummer WMN-A50EA. Apropos Wandhalterung oder Standfuß. Das Design des QN95A überzeugt mich auf ganzer Linie. Dadurch, dass sich der Standfuß in der Mitte des Fernsehers befindet, kann ich diesen wunderbar auf meinen Studiomonitoren platzieren. Und mir gefällt der minimalistische, stylische Look vom QN95A viel besser als mein alter Fernseher, auch dass das Samsung-Logo ganz unauffällig in der Ecke platziert ist. Dank Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ist der Fernseher dünn und sieht damit auch von der Seite sehr gut aus. Besonders gut gefällt mir auch der schlanke Rahmen, denn der meines alten Fernsehers war nicht nur ziemlich breit, sondern hatte leider auch stark lichtreflektiert, was darin liegt, dass der Fernseher direkt neben bodentiefen Fenstern steht und damit Helligkeit durch Sonneneinstrahlung sowieso ein Problem darstellt. Glücklicherweise besitzt der QN95A eine sehr effektive Anti-Reflexionsbeschichtung und verglichen mit meinem alten Fernseher macht die einen enormen Unterschied. Gekoppelt mit einer Spitzenhelligkeit von 2000 Nits ist es kein Problem mehr, selbst am helllichten Tag Fernsehen zu schauen und ebenfalls ein wichtiger Grund für mich, weshalb ich mich für QLED und nicht OLED entschieden habe. Denn OLED-Displays haben eine niedrigere Spitzenhelligkeit und ihr Display reflektiert viel mehr. Bestellt habe ich meinen QN95A direkt von Samsung und erfreulicherweise konnte ich hier auch einen kostenlosen Aufbauservice und eine kostenfreie Altgerätemitnahme direkt mitbestellen. Deshalb gibt es in diesem Video auch kein Unboxing, weil das im Handumdrehen von den zwei Hermes-Mitarbeitern erledigt wurde und die waren schneller, als dass ich filmen konnte. Der Aufbau ging schnell und einfach vonstatten. Man muss nur den Fernseher flach auf die Vorderseite legen und den Standfuß anschrauben. Das war's dann auch schon.
Neben der One Connect Box wurden mit dem Fernseher natürlich auch alle Kabel und Anleitungen mitgeliefert. Toll finde ich die neue Fernbedienung, die sich via Solarpanel auf der Rückseite oder Mini-USB-Anschluss aufladen lässt. In anderen Ländern liefert Samsung noch eine herkömmliche Fernbedienung mit, in Deutschland ist aber nur die neue Solarfernbedienung mit enthalten. Anfänglich fand ich, dass sich die Fernbedienung im Gegensatz zu meiner alten zu leichtgewichtig anfühlt, aber nach 6 Wochen habe ich mich dran gewöhnt und finde sie echt klasse. Das Setup des Fernsehers ging sehr einfach von der Hand. Man kann entweder die Fernbedienung oder sein Smartphone dafür nutzen. Da ich, wie bereits genannt, sehr hohen Wert auf Smart-TV-Funktionen lege, habe ich den Fernseher via Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden. Dadurch lassen sich 4K UHD-Inhalte ohne Probleme streamen und Apps schnell herunterladen. Klasse finde ich, dass der QN95a auch perfekt mit Apple-Endgeräten funktioniert. Der QN95a unterstützt AirPlay 2 und daher ist es ein Kinderspiel, diesen mit dem iPad oder iPhone zu synchronisieren. Gerade wenn man mit der Familie zusammen im Internet surfen will, dann ist es doch viel komfortabler, den TV mit einem mobilen Endgerät zu verbinden, als den Internetbrowser des TVs zu verwenden. Positiv überrascht hat mich zudem, dass man auf dem TV die Apple Music App installieren kann. Mir persönlich gefällt die Audioqualität von Apple Music viel besser als Spotify und ich bin froh, dass ich den Service direkt auf dem TV nutzen kann. Als ich den QN95a gekauft habe, gab es zudem ein zeitlich limitiertes Angebot von Samsung, verschiedene Streaming-Services kostenfrei bis zu einem Jahr auszuprobieren. Das finde ich klasse, denn so kann man das ganze Potenzial des Fernsehers ausschöpfen und testen. Die Bildqualität des QN95a ist fantastisch und ein Unterschied wie Tag und Nacht zu meinem 13 Jahre alten Fernseher. Das Bild ist gestochen scharf und detailliert und die Farben sind viel intensiver. Während ich an sonnigen Tagen über die hohe Spitzenhelligkeit dankbar bin, ist mir der Fernseher am Abend viel zu hell. Es gibt die Option, dass der Fernseher automatisch die Helligkeit regelt, ansonsten wähle ich abends eine Helligkeit von 20 von 50. 4K UHD-Videos und PS5-Spiele sehen natürlich auf dem Fernseher am besten aus, aber auch Full-HD-Inhalte können sich sehen lassen und der Upscaling-Algorithmus macht einen fantastisch guten Job. Mir ist aber schon aufgefallen, dass die Qualität von Full-HD-Filmen vom Ausgangsmaterial abhängig ist. Manche HD-Filme sehen der 4K-Auflösung zum Verwechseln ähnlich, manch andere wiederum verzeichnen leichte Artefakte. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich keinen 8K-Fernseher gekauft habe. Selbst 2021 sind 4K-Inhalte rar und native 8K-Inhalte reine Zukunftsmusik. Warum deshalb das Doppelte für einen 8K-Fernseher bezahlen, wenn es noch keine entsprechenden Inhalte gibt und dieser jeden Full-HD- und 4K-Content hochskalieren muss, was zu Artefakten führen kann? Umso mehr überzeugt mich das 4K-Gaming auf dem QN95a. Sobald man die Konsole anschaltet, wechselt der TV in den Game-Mode, der durch eine extrem niedrige Latenz und sehr intensive Farben überzeugt. Wer es lieber natürlich mag, dem sei der Film-Mode empfohlen, der auch fürs Gaming funktioniert. Samsung hat den QN95a im Film- und Filmemacher-Modus nämlich vorkalibriert und ich nutze hier nur die Standardeinstellungen. Es gab 3 Dinge, die mir beim Recherchieren anderer Testberichte Kopfzerbrechen bereitet haben. Blooming, Dirty Screen Effekt und das Fehlen von Dolby Vision und Dolby Atmos auf dem QN95a. Fangen wir mit meinen Eindrücken zum Blooming an. Kurz gesagt, in einem hellen Wohnzimmer wie meinem ist Blooming kein Problem. Sehr selten sehe ich eine leichte helle Umrandung um helle Objekte herum, was mich aber keineswegs stört, da ich auch nicht unmittelbar daneben eine OLED-TV stehen habe, auf dem das eventuell gleich oder anders aussieht. Hierzu muss ich aber auch sagen, dass ich davor 13 Jahre lang einen alten 46 Zöller benutzt habe, bei dem die Schwarzwerte ein Witz waren, verglichen zum QN95a. Wichtig zu wissen ist zudem, dass der QN95a Ultimate UHD Dimming Pro unterstützt, während der von den meisten YouTubern getestete QN90a nur Ultimate UHD Dimming nutzt. Nach Rücksprache mit Samsung Support Team wurde mir bestätigt, dass es hier einen Unterschied gibt und dass Ultimate UHD Dimming Pro auf dem QN95a das bessere ist. Bezüglich Dirty Screen Effect habe ich mehrere Tests laufen lassen und leider ist auch mein Fernseher davon betroffen. Zum Glück nur sehr minimal, aber dennoch ist es schade, dass Samsung das nicht in den Griff bekommt. Das bringt uns zur Diskussion um das Fehlen von Dolby Vision und Dolby Atmos. Ich wünschte, der QN95a würde beides unterstützen, einfach um das gute Gefühl zu haben, mit allem ausgestattet zu sein. Im täglichen Gebrauch muss ich aber auch zugeben, dass HDR und HDR10 fantastisch aussieht und ich Dolby Vision noch nicht vermisst habe. Das bringt mich zum letzten Thema dieses Testberichtes, den Lautsprechern des TVs. Großartig finde ich die Option, die Lautsprecher des TVs zusammen mit meinen Studio-Monitoren, die über ein optisches Kabel mit der One Connect Box verbunden sind, zu benutzen. Im Menü des Fernsehers kann man hierzu die Latenz einstellen, sodass die verschiedenen Lautsprecher synchron zueinander laufen.
Ohne meine Studioboxen ist mir persönlich der Klang der eingebauten Fernsehlautsprecher zu dünn. Im Zusammenspiel mit meinen Studiolautsprechern addiert es dem Gesamtklangbild jedoch mehr Transparenz und fast schon Surround Sound hinzu. Aber hört gerne selbst und hinterlasst mir einen Kommentar, was euch klanglich besser gefällt. Drifting moments blown in time. Sorrow's list but never shown. When all is gone. When all is gone. Das war's auch schon zu meinem QN95A Testbericht. Alles in allem bin ich äußerst zufrieden mit diesem Fernseher und würde ihn wieder kaufen. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare und lasst mich wissen, ob zusätzliche Videos in Deutsch hilfreich sind. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.